Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge wieder mal auf der Düno zusammen mit dem Justin. Da. Hier in der Folge 43. Ja. Ja. Danke. Sind wir immer noch am Walzen. Justin ist am Eier aufladen, sobald es dann soweit ist. Wir haben jetzt mal auf den nächsten Tag gespult seit der letzten Folge. Müssen noch ein Feld walzen. Und dann ein bisschen Gülle juggeln, habe ich gehört. Nee. Doch. Oh. Mach du lieber mal deine Eier. Ich hab schon alle. Deine, keine 6, Ahnung. 56.000 Eier. Heilige Scheiße. Dann kannst du oben fahren und oben noch den Honig aufladen. Hat ich vor. Der Anhänger ist leicht schwankig. Du musst mal hier gerade hier unten vorbeigucken. Du, ich warte jetzt am Bahnübergang. Schau dir zu, wenn du hier lange gecruised kommst. Weißt du, was das Problem ist? Sind schwer. Bitte knall mit Vollgas über diesen Bahnübergang. Nein. Ich mach sogar extra mein Display weg, damit ich es besser sehe. Alter, ich häng an dieser scheiß Laterne. Ja, also jetzt bin ich gespannt. Weißt du, was das Problem ist? Hm. Eben hatte vorne die, der Anhänger über den Drehkranz, also war da so ein Meter Luft. Hm. Jetzt geht's. So, jetzt gib mal Gas hier. Ich geb Gas. Ich muss langsam in die Kurven fahren, flieg ich um. Und jetzt gib Vollgas über diesen Bahnübergang drüber, bitte. Ich gebe Vollgas. Ich will dich so leicht hupfen sehen. Ich gebe Vollgas. Oh, schade. Nicht wie erwartet. Du weißt schon, dass gefühlt deine Paletten nicht fest sind? Doch. Digga, so wie die schwanken. Ich hab Schwanken da drin. Oh. Ich hab die auch angezogen, alle. Hallo, jetzt zieh da nicht rüber! Du Pisssack! Verpiss dich mal! Ey! Digga, wollte ich ihn überholen. Aber ich bin Vollgas, ne? Ja, das glaube ich dir. Rea. Und jetzt so auf dem Wochenmarkt Yalakibim runterwerfen, ne? Ich werf die Eier auf die Leute. Auf die Köpfe, weißt du? Mhm. Ihr fahrt alle aus dem Gemischfall immer hoch. Ich bin halt ein richtiger Assi. Naja. Ich werde wahrscheinlich trotzdem schneller sein. Vollgas, Justin! Ich bin gegen den Zaun gefahren. Digga, hat's dich umgelegt? Ja! Digga, scheiße! Gefahren, ne? Leicht mit Vorderrad. Ja. Geil. Ich krieg die Paletten und ich krieg den Anhänger hochgestellt. Mit Stangenbauen. Ja, da musst du doch den kleinen holen Oder, oh, Soundbug. Oder ich komme erstmal und fahr erstmal in deinen Anhänger rein.
Hör auf! Was? Mach mal Sprit sparen hier. Ja, sag grad du, der Tank ist von dir auch gleich leer. Ja, ich habe ja aber auch was gearbeitet im Vergleich zu dir. Ich arbeite mehr als du. Ja, bloß dein Tank ist nicht ganz so effizient wie meiner genutzt. Meiner ist auch aus dem Jahre 2015. Oh. Und deiner ist auch im Jahre 2023. Wischi, 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 wasche, wischi, wuschi, wischi, wasche. Siehst du, wie der Anhänger am Tanzen ist? Der eine. Ja, ja. Und 8000 Liter Honig. Soll ich die jetzt schon verkaufen? Nein. Preis ist so beschissen. Häng halt dann den Kleinen vor, damit die nicht so tanzen. Ihr tanzt trotzdem, scheißegal. Ja, aber nicht so krass dann vielleicht. Was ist denn der? Die tanzen immer. Das ist doch nicht, Digga. Ja, die kann man gar nicht miteinander hängen. Der, du bist so scheiße. Die tanzen jetzt beide. Ach nee. Kochen gerade bitte. So. Wo willst du denn noch Gülle drauf fahren? Aufs Gewalze kannst du keine Gülle mehr drauf fahren. Nee, warum haben wir die da nicht vorher drauf gefahren, du Pfeife? Wenn es angesetzt ist, können wir auch keine Gülle mehr drauf fahren. Natürlich. Nein. In LS geht es, ganz sicher. Nein. Doch. Nein! Soll ich mir das Güllefass nehmen und jetzt einfach drauf fahren? Das geht nicht. Häng du lieber mal deine zwei Anhänger zusammen. Kein Problem. Ich muss den einen nur auf die Seite legen. Funktioniert. Der ist schon wieder Soundpack, let's go. Mensch, was macht denn der hier? Schnauz! Oh! Na, passt schon. Gib mal lieber dein Glas, ich brauch das runter, oder? Nee, nimm ruhig den kleinen. Ich brauch den Glas. Mit 9% Diesel. Und damit willst du wieder fahren. Ja, zumindest eine Fuge. Und dir zeigen, dass es trotzdem funktioniert. Wir haben es, glaube ich, schon mal probiert und da hat es nicht funktioniert. Das Güllefass hat jemand nach der letzten Benutzung aber auch nicht geputzt. Ich bin damit nicht gefahren. Ich auch nicht. Guck mal, wann wär's jetzt mal so gefahren. Safe bin ich damit gefahren. Ja, bist du auch. Nein. So, jetzt kurz über den Silageberg rückwärts hochknattern und dann auffüllen. Ah, ne, doch nicht ganz. Alter. Weißt du, was Jan hat? Hier kommt man voll gut durch. Jan hat auch wieder so eine Wunschschiffe geschickt. Ich bin am überlegen, ob ich die Anhänger einfach getrennt voneinander lasse, weil. Dass ich die auf die Hose stellen kann. Mhm. Dann kann der eine tanzen, wie er will, der andere tanzen, wie er will.
Achso, warte, ich hab wieder kein Recht. Ich dachte schon mal, im Golden Day ist nett. So. Ben hat mittlerweile auch seine Rechnung beglichen, wie man am Kontostand sieht. Gefällt uns sehr. Da können wir auch wieder ein bisschen Kredit zurückzahlen. Ja, mach mal. Mach mal du, wenn du Zeit hast. Ich bin am Arbeiten. Du eben. Okay. Ich bin hier produktiv am Arbeiten. Und lässt schon wieder von allem den Motor an, ne? Mein Johnny braucht Stunden. Ja. So ein Lappsack. Guck mal, du musst hier die Stunden so erfahren. Ich kann sie mir auch auf seriös holen. Und muss nicht den Motor laufen lassen. Genau. Weil ich ja nur am Arbeiten bin. Hust. Ja. Digga, was machst du da? Junge! Wie? Digga, du hättest es von außen sehen müssen, das sah zu geil aus. Ich dachte, ein Ego. Alter.
es war es jetzt auch mit der 43. Folge. Genau. Noch zwei Folgen kommen. Vergesst deswegen nicht zu abonnieren und zu liken, wenn ihr noch das Dune-Projekt bis zum Ende verfolgen wollt, damit ihr da nichts verpasst. Ja, denn ich denke, in den nächsten zwei Folgen wird es auf jeden Fall nochmal um die neue Map gehen. In der letzten Folge wird es wahrscheinlich, werden wir wahrscheinlich auch sagen, gehe ich jetzt mal davon aus, auf welcher Map wir spielen. Also seid gespannt und haltet die Ohren steif. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vergesst nicht, bei unserem Partner vorbeizuschauen. G-Portal mit dem Link in der Videobeschreibung. Wie immer 10% Rabatt. Und Partnercode Cheba würde uns sehr unterstützen bei Giants. Und dann würde ich sagen, ciao Leute. Tschüss.